Namaste, Namaste, guten Morgen beim KIMI Report 2, dem Bruder oder Schwester oder Geschlecht X-Kanal, wie ihr das gerne euch zurechtbüschelt. Wir sind ein bisschen mehr unter uns, weil es ist ein Wake-up-Call definitiv. Darum heißt es auch, wacht auf, es geht wieder los, auch nicht nur in Deutschland und Österreich und La France, l'Italie, Italia, sondern auch in der Schweiz. Ganz aktuell haben wir niedergelassenen Ärzte ein Mail bekommen von der FMH, Füdlimagen Herz, Föderatio Medicorum, Health Fedicorum. Also die haben uns ein Mail geschickt. Und da steht Informationen über das Maskentragen zum Schutz vor Ansteckung. Die folgende Nachricht geht an alle FMH-Mitglieder. Sehr geehrter Herr Dr. Kaimi, die abnehmende Immunität der Bevölkerung und der begrenzte Schutz durch frühere Impfungen oder Infektionen mit anderen SARS-CoV-2-Varianten tragen zur schnellen Ausbreitung der BA4 und insbesondere BA.5-Varianten von Omikron in der Schweiz bei. Damit wir uns nicht missverstehen, das Datum ist der 22.06. und wir sind jetzt in einem Brief der FMH an uns Ärzte, also nicht in einem Vorprogramm meines neuen Kabarettstücks, einfach damit wir da die gleichen Ausgangsbedingungen haben. Aufgrund der daraus resultierenden stark steigenden Inzidenz, einer Zunahme der Covid-19-Hospitalisationen in den Akutstationen und einer leichten Zunahme der Belegung der Intensivstationen, haben wir überhaupt noch Intensivbetten, während der letzten Wochen, sowie den bereits bestehenden Personalengpässen, ist auch was Neues, hatten wir bis jetzt überhaupt nicht in der Pflege, gelangen wir mit einer Aktualisierung unserer Empfehlung betreffend das Tragen von Schutzmasken in den Arztpraxen an Sie. Gemäß Bundesratsentscheid vom März 2022 befinden wir uns in der normalen Lage. Die FMA gibt in Übereinstimmung mit dem sanitätsdienstlichen Koordinationsgremium SANCO und Swiss NOSO, whatever that is, trotz fehlender politischer Empfehlungen und weiterhin aufgehobenen Schutzmaßnahmen neu folgende Empfehlungen hinsichtlich des Tragens von Schutzmasken in Arztpraxen. Zürcher würde sagen, siehst du den Böck, oder? Trotz fehlender politischer Empfehlungen, also das ist ja schon ein Vorwurf wieder an irgendwelche Bundesräte, Gremien, Regierungsräte, doch endlich zu sagen, dass es wieder bitter ernst ist an der Corona-Front. Dann geht es weiter. Neu zusätzlich, Achtung, generell sollte in einer Arztpraxis beim Patientenkontakt eine Maske getragen werden. Super, weil das trägt ja auch wirklich zum Vertrauen der Arzt-Patienten-Beziehung bei. Wenn sich zwei Vermummte begegnen, dann hat man ja viel mehr Austausch, als wenn man dann noch abgelenkt ist, um die Mimik zu interpretieren, oder? Ebenso ist das Tragen von Masken für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher der Arztpraxen empfohlen. Beachten Sie diesbezüglich auch Vorgaben Ihres Praxisstandort-Kantons. Bestehende Empfehlungen, das respiratorische Standardetikett ist weiterhin gültig. Alle Patientinnen und Patienten mit Symptomen, Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, Fieber, einer Atemwegsinfektion und so weiter und so weiter. Praxispersonal sollte beim Kontakt mit Risikopatientinnen ebenfalls weiterhin eine Maske tragen. Ja, die meisten Patienten haben ja wahrscheinlich irgendein eine Krankheit und damit ein momentanes Risiko, weil es ist ja selten, dass sie einfach in die Praxis kommen, um zu plaudern oder um zu sagen, läuft alles gut, können wir ein bisschen mithelfen oder sollen wir mal den Kühlschrank abtauen oder irgend sowas. Generell sollte sich in den Arztpraxen alle Personen, die dies möchten, weiterhin mit einer Maske schützen können. Ja, also wir haben noch niemanden die Maske vom Gesicht gerissen. Begründung. Gegenwärtig zeichnet sich ein starker Anstieg der Covid-19-Fälle ab, getrieben durch die BA4 und BA.5 SARS-CoV-2-Virus-Varianten.
Gott sei Dank sind es immer noch Viren und sie haben noch nicht zu Bakterien mutiert. Das wären dann BA.5+. Ne? Über die letzten zwei Wochen ist ebenfalls eine deutliche Zunahme der Belegung von Akutbetten im stationären Bereich feststellbar. Im Gesundheitswesen finden wieder gehäuft Ansteckungen von Gesundheitspersonal sowie von Patienten mit anderen Erkrankungen statt. Insbesondere bei Hochrisikopatienten führt dies zu schweren Verläufen mit Intensivpflegebedarf, welches das Gesundheitspersonal weiter belastet. Es ist interessant, dass das Gesundheitspersonal beim Pflegen belastet wird. Ich wusste gar nicht, dass das Gesundheitspersonal pflegt. Ich dachte, die treffen sich für Schachturniere oder Tischtennisturniere im Spital oder zu einem intellektuellen Austausch über die Stratosphäre, über der Milchstraße oder irgend sowas. Auch in Arztpraxen finden sich gehäuft Kranke und somit potenziell infektiöse Patientinnen und Patienten ein. Also den Satz, den müsst ihr nochmal hören. Also es ist wirklich FMH. Es ist ein Brief, ein Mail der FMH. Auch in Arztpraxen finden sich gehäuft Kranke und somit potenziell infektiösen Patientinnen und Patienten ein. Ja, was findet sich dann sonst in Arztpraxen? Also bei uns kommt noch eine Putztruppe und manchmal kommt noch der Pöstler und manchmal kommt noch irgendein DHL oder FedEx-Kurier. Na, aber größtenteils kommen in Arztpraxen in der Regel Patienten. Aber vielen Dank, FMH, für diese doch kostenlose Weiterbildung. Da in den Arztpraxen gehäuft Risikopersonen betreut werden, die eine erhöhte Gefährdung für schwere Krankheitsverläufe zeigen, gilt es dies besonders durch Maßnahmen zu schützen. Durch das Tragen der Hygienemasken und weiteren Hygienemaßnahmen können Krankheitsübertragungen zwischen dem medizinischen Personal und den Patientinnen und Patienten vermindert werden. Deshalb sollten unsere Bemühungen verstärkt werden, mit zusätzlichen Maßnahmen die Anzahl von Neuerkrankungen zu reduzieren. Das Ziel ist, das Risiko von Infektionen in Arztpraxen zu minimieren und die sich akzentuierenden Personalengpässe zu reduzieren. Insbesondere im Hinblick auf die kommenden Sommerferien und den Herbst sollte gerade jetzt die Resilienz des medizinischen Personals gestärkt werden. Niklas, du musst mich jetzt fordern, ich muss resilienter werden, widerstandsfähiger. Jetzt kommt ein so Mili-Maus-Honig-Mund-Mond-Satz. So ist es wichtig, dass sich Ärztinnen und Ärzte sowie die Mitarbeitenden der Arztpraxen in ihren Ferien wieder erholen können. Auch gibt die Entwicklung der Post-Covid-Erkrankungen Anlass zur Sorge. Auch das ist für mich relativ neu, dass Ferien da sind, um sich wieder erholen zu können. Gerne weisen wir darauf hin, dass bei Bedarf das Schutzmaterial Masken, Handschuhe, OP-Mäntel zu günstigen Konditionen aus den Pandemiebeständen der Armeeapotheke bezogen werden kann. Freundliche Grüße, Dr. Med Yvonne Gilly, Präsidentin der FMH, Dr. Med Carlos Quinto, Mitglied des FMH, Zentralvorstands, Departementsverantwortlicher Gesundheitsberufe. Also, ja. Ja, ich verstehe deine Krise, lieber Georg. Gut, dass du da und nicht Gertrud heute, mein Gott, nochmal. Ja, meine Damen und Herren, das ist dort, wo wir stehen, Ende Juni 2022. Also ihr seht, was man von uns Ärzten noch vom Verband aus hält. Ne? Die Franzosen würden sagen, c'est prendre les gens pour des cons. Und ja, es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Und noch etwas unfassbarer ist mein Berufskollege, jetzt gehen wir nach Deutschland, Karl Lauterbach. Er hat, glaube ich, am 21. und 22. Juni in Berlin zu der Gewerkschaft Verdi, die Pflegeberufe, soviel ich weiß, unterstellt sind, gesprochen. Er wurde primär ausgebuht, ne?
Und er hat sich dann doch noch so einschleimen können und er hat tatsächlich, das waren dann auch von Verdi, von der Pflege, von Gesundheitsberufen, nicht wenige Menschen da, die selber bestimmen wollen und wollten, was sie sich applizieren lassen und nicht, also sogenannte ungeimpfte Pflegekräfte. Und zu denen hat er gesagt, ihre Arbeit ist nichts wert, sie haben keinen Beitrag geleistet. Ja. Wenn jemand jetzt Herrn Lauterbach verklagen möchte wegen dieser etwas speziellen Handbewegung, also wir haben es gecheckt, es ist der linke Arm. Also tut das nicht, weil die Klage ist erfolglos. Ne? Einfach damit man, das ist nicht irgendwie spiegelverkehrt, es ist der linke Arm, der jetzt eine Spontanerektion hatte. Da NTV ist übrigens die Quelle, es dauert 59 Sekunden, es ist nicht, der, ja, nicht ansehenswert. Aber NTV heute sagt dazu, das ist kein leichter Termin, Karl Lauterbach stellt sich einer lauten Menge schon von Verdi-Demonstranten aus dem Pflegebereich in Berlin, haben wir noch nicht, so lange ist es noch nicht her, haben wir die nicht beklatscht von den Balkonen aus und so weiter. Jetzt ist es eine laute Menge. Der Gesundheitsminister macht den Streikenden Zugeständnisse. An ebenfalls anwesende Impfgegner richtet er klare Worte. Eben, sie haben keinen Beitrag geleistet. Ihre Arbeit ist gewissermaßen nichts wert. Dann, er hat auch eine Glaskugel, die ist nicht ganz so gut wie meine. Corona-Konferenz, die sind ja jetzt am Konferieren, nicht? Das ist ja wieder eine Ministerschalte, aber ich glaube, sie treffen sich im Moment noch, oder? Und er droht mit, bei gewissen Szenarien, die eintreten können, droht Lauterbach jetzt wieder im gerade begonnenen Sommer 2022 mit 1500 Corona-Toten pro Woche. Er könnte ja dann auch sagen, das wären 5 Airbus 340, die abgestürzt sind in einer Woche. Da sind sie auch Spezialisten in solchen Dingen. Und im Winter erneut der Radikal-Lockdown. Die haben jetzt da so 3 Szenarien. Oder Szenario 3 geht davon aus, dass bald eine neue, extrem ansteckende und gefährliche Covid-Variante auftauchen wird, bei der selbst die Impfjunkies bei Vorliegen von Risikofaktoren einen schweren Verlauf entwickeln. Das werde zu einer starken Belastung von Intensivstationen führen, was immer das heißt. Dafür schlägt Lauterbach eine totale Ausweitung der angeblichen Schutzmaßnahmen vor, sodass uns vermutlich im Winter erneut fundamentale Grundrechte zwangsentzogen werden könnten. Szenario 2 fällt nicht ganz so heftig aus, setzt aber ebenfalls auf unbegründete Panikmache. Der krankmachende Effekt von Corona bleibe im Umfang der Morbidität der Varianten B4, B5 und B2.1.2.1, die kenne ich noch nicht. Es soll zu Infektionen zahlreicher Menschen und Arbeitsausfällen kommen, auch wenn in diesem Szenario nicht mit der Überlastung von Intensivstationen gerechnet wird, ist im Papier von flächendeckenden Maßnahmen wie Masken und Abstand in Innenräumen und Kontaktbeschränkungen auf lokaler Ebene die Rede. Das zweite Szenario gilt im BMG als am wahrscheinlichsten. Dabei wäre, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, von ca. 1500 Corona-Toten pro Woche auszugehen, wie es im Papier heißt. Als Konsequenz daraus plant das Bundesgesundheitsministerium die weitere Bestellung enormer Mengen an Impfstoff und eine kostenintensive Impfkampagne ab September. Von seinem Konzept der Massentestungen scheint Lauterbach abgekommen. Auch von Kindergarten- und Schulschließungen ist nicht mehr die Rede. Gang so fu. Insgesamt gewinnt man bei der Lektüre der von der Bild veröffentlichten Vorlage, dass Lauterbach unter der Last der Fakten gezwungen scheint, von seinen extremsten Vorstellungen abzurücken. Von einer Überlastung der Intensivstationen scheint nun keine Rede mehr. Auch die Impfpflicht für alle scheint vorerst vom Tisch zu sein. Geht es jetzt noch darum, den Gesichtsverlust nicht zu groß werden zu lassen, fragt David Berger in Philosophia Perennis. Ja, spannende Geschichte. Also man ist so ein bisschen schizophren, hin und her gerissen. Einerseits wird da gezündelt und gezäuselt und andererseits
kommt doch Buschmann, der Justizminister FDP, und sagt, also wir machen gar nichts, ohne dass wir wirklich eine ganz, ganz klare Evidenz haben, dass irgendeine Maßnahme aber auch signifikant nutzt, oder? Und da man, ihr habt das ja gesehen, darum hat ja Kretschmann, der Dorflehrer und Landesvater von Baden-Württemberg, gesagt, ja, mit der FDP ist im Moment gar nichts zu machen. Ja, wenig, wir haben sie ja auch gescholten, und auch die Schweizer FDP, die ist ja total außer Rand und Band mit Cassis Burkhardt und Keller-Sutter, und auch Christian Lindner hat schon sein Fett abbekommen, aber im Moment scheint das nicht nur noch eine One-Man-Show von Wolfgang Kubicki in Deutschland zu sein, sondern die FDP scheint jetzt doch noch irgendwo restliche liberale Werte entdeckt zu haben, und das gilt eben auch einmal positiv erwähnt. Aber ihr wisst, die FDP hat nicht sehr viel Prozente in dieser Ampelkoalition, schon gar keine Mehrheit. Sie wird auch keine Mehrheit bekommen, weder von Rot noch von Grün. Und mit Blau darf sie ja nicht, oder? Weil das ist ja dann ganz schlimm, das ist ja des Teufels. Und ihr wisst, wie schnell das dann eben solche Dinge da Realität werden. Und jetzt zum Schluss, das hat mich sehr gefreut, das kam wirklich in der Nacht noch rein, von einem sehr engagierten Kollegen, von dem ich immer wieder mal was lese, aber er ist in der Szene, im Widerstand nicht so bekannt. Ich möchte ihn auch nicht nennen, weil ich hatte unterdessen noch keine Zeit, mit ihm zu reden, ob ich das öffentlich machen kann oder nicht. Darum nennen wir ihn mal Dr. Maid Courage. Und er hat in Aletheia und ich weiß nicht genau, wer alles auf dem Verteiler ist, an ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, er hat uns ein Mail geschrieben. Liebe Kolleginnen, um denjenigen Beistand zu signalisieren, die aufgrund des Ausstellens von Maskenattesten Repressalien erleiden mussten, habe ich an das BAG, Bundesamt für Gesundheit, den Kantonsarzt und unsere Standesvertretungen folgendes Mail geschickt. Im Anhang auch meine letzten beiden Briefe an die gleichen Stellen. Und dieses Mail an Bundesamt für Gesundheit, Kantonsärzte und Standesorganisationen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Bundesamt für Gesundheit, Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Standesvertreterinnen. Aktuell gibt es polizeiliche Praxisdurchsuchungen bei Ärztinnen, darunter auch PsychiaterInnen, die in den letzten 2 Jahren Maskenatteste ausgestellt haben. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob ich auch mit solch drakonischen Maßnahmen rechnen muss, da ich als Psychiater selbstverständlich auch Maskenatteste ausstelle, was ich dem Kantonsarzt auch bereits mitgeteilt habe. Bis heute hat mir niemand eine ausreichende Evidenz für einen relevanten Nutzen von Masken im Einsatz bei viralen Atemwegsinfekten vorlegen können. Das von Ihnen angegebene Dokument Wirksamkeit von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen auf der BAG-Homepage würde ich als methodisch schwach einstufen, und die Diskussion und Ergebnisse sind für mich nicht plausibel. Bitte teilen Sie mir mit, auf welche Qualitätskriterien Sie sich beziehen, damit ich meine Sichtweise korrigieren kann. Mit polizeilicher Gewalt gegen ärztliche Kollegen und Kolleginnen vorzugehen, die Maskenatteste ausgestellt haben, entbehrt angesichts der Evidenzlage jeglicher Verhältnismäßigkeit. Freundliche Grüße, Dr. Maid Courage. Anhang 1. Als wissenschaftlich geschulter Mensch bin ich selbstverständlich bereit, meinen Standpunkt bei Vorliegen einer besseren Evidenz sofort zu korrigieren. Als verantwortungsvoller Arzt muss ich aufgrund der aktuellen Studienlage ein Attest ausstellen, sobald es Hinweise für Beschwerden bei meinen Patienten gibt, denn ein konkreter Schaden überwiegt den fraglichen Nutzen. Bei den Schaden-Nutzen-Beurteilungen beziehe ich mich unter anderem auf folgende Evidenz, und dann kommen wirklich 2 A4-Seiten dicht, wirklich Studien, die wirklich von einer Wirksamkeit von Masken völlig evidenzbefreit sind. Also, ganz lieber Dank und großen Dank.
Lieber Dr. Made Courage, ich habe dir sofort ein Mail gemacht, als ich das gesehen habe. Aber ich finde, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, es gibt nicht nur Aletheia und Andreas Heisler, es gibt nicht nur Thomas Binder und es gibt nicht Marco Caimi. Es gibt noch im Land, es gibt noch Ärzte, auch Psychiater, die hellwach sind, die Mut haben, in die Hölle des Löwen hineinzuschreiben. Das sind drei Höhlen des Löwen, nämlich die Kantonsärzte, die Standesorganisationen und das Bundesamt für Gesundheit. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, ich verneige mich. Ein kleines Tänzchen für Dr. Med Courage, aber es soll euch wirklich auch einen Tritt in den Hinter geben, also nicht nur die Ärzte, alle, die jetzt das Gefühl haben, going to Ibiza und vamos a la playa, alles gut, tut das. Ihr habt ja gehört, wir Ärzte sowieso, liebe MPAs und alle, wir müssen, das ist jetzt auch eine staatliche Order, wir müssen uns jetzt in den Ferien erholen, also bitte nur noch am Strand herumliegen, keine Sport, keine Aktivferien mehr, nichts besichtigen, liegen, 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 das ist auch super gut für Herz-Kreislauf, das ist auch super gut für den Körperfettanteil und so weiter. Übrigens, in diesem Papier, dass das Papier nicht wert ist, habt ihr irgendwas gehört von präventiven Maßnahmen außer diesen Masken? Habt ihr irgendwas gelesen, was man zum Beispiel eben im Urlaub tun könnte oder was man immer tun könnte, um nicht nur die Resilienz, sondern eben auch das Immunsystem zu stärken? Ich habe nichts gelesen. Aber das ist ja alles nichts Neues. Liebe Freunde, es liegt an uns. Es liegt an uns, diesen zivilen Ungehorsam fortzuführen. Danke nochmals, Dr. Med Courage. Und weil es an uns liegt, gehört uns auch die Macht. Alle Macht dem Souverän, alle Macht dem Volk und alle Macht uns. Weil wir sind nicht nur das Volk, wir sind der Souverän. In diesem Sinne, einen wunderbaren Tag. Salut zusammen. Schön, dass ihr bei uns seid und abonniert bitte auch Caimi Report 2. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur den Salon haben, sondern dass wir auch sonst nicht mehr, ihr wisst, was ich meine. Also, macht's gut. Tschüss.